Ja, und somit ein recht herzliches Willkommen zu MotoGP 22 und heute nach dem echten Grand Prix in Assen, wo ich so mitgefiebert habe mit Marcel Schrötter, habe ich mir gedacht, muss ich jetzt selber mal das Steuer in die Hand nehmen und versuchen, mit Marcel Schrötter vielleicht zu gewinnen oder zumindest aufs Podium zu kommen. Ja, das war sehr bitter leider. In Führung liegend, sehr schön gefahren, sehr schnell gefahren. Und dann leider übers Vorderrad weggerutscht. Er war ein bisschen weg von der Ideallinie in der Linkskurve. Und ja, was soll man sagen? So, Freunde, wie immer, bevor es losgeht, lassen wir doch ein, zwei Minütchen alles einstellen. Und dann geht's auch gleich los. Das Ganze ist ein Livestream, nur für alle, die es vielleicht danach anschauen. Und ja, nach dem 100% Grand Prix Marcel Schrötter werden wir vielleicht noch ein bisschen die Karriere weiterfahren, wenn wir Bock haben. Ich habe mich auch für ein Moto2-Rennen entschieden, weil ich in der MotoGP hier in Assen irgendwie nicht zurechtkomme. Ich weiß auch nicht warum. Aber irgendwie mit der Moto2 läuft es einfach super, aber in der MotoGP, ich weiß nicht, da komme ich in Assen, vor allem die letzte Schikane, boah, da muss ich noch ein bisschen üben. Also Moto2 fühle ich mich wirklich wohl, aber ja, was soll ich sagen, in der MotoGP leider nicht. So, pass auf, jetzt werden wir da weiter alles einstellen schnell, so, fertig. Noch hinzu. Gleich geht's los, Freunde. Kurze Streaming-Einstellungen noch. Gleich ist soweit. Keine Sorge. Speichern. Ich sehe euch leider noch nicht. Aber ich bin gleich bei euch. So, das passt alles soweit. Jawohl. Ich hoffe, es ist nirgendwo ein Fehler drin, aber ich werde es mir da sicher aufmerksam machen. So, jetzt gehe ich mal hier in den Stream rein. Ton ist hier, perfekt. Dann teile ich das nur mehr auf Discord und dann können wir auch schon loslegen. So, in den Info-Channel rein auf unser Discord, dass das auch noch ein paar sehen. Oh, ich glaube, Sammler ist mir auch ganz gut gelungen, muss ich sagen. So, perfekt. Da sind wir schon eigentlich so gut wie startklar, liebe Freunde. Boah, ich hatte so geil eine Übungsfahrt vorher quasi. Ich bin fast das komplette 100% Rennen schon so gefahren, weil es so cool war. Auf P2 liegend. Wer war erst da? Sam Lowes? Ich weiß gar nicht. So geil, wirklich mit demselben Tempo. Rundenlang überholt, zurück überholt und richtig geil gewesen. Ich hoffe, das passt jetzt auch einigermaßen. Was bin ich vorher gefahren? Ich glaube, da bin ich so selber mit der Muni gefahren. 95, okay, hier haben wir 90% Teamleistung. Marcel, ja, das passt, glaube ich. Das passt. Ja, Jeremy Alcobar kommt irgendwie auch nicht zurecht, oder? Bei Dynavolt, ganz komisch. Im vorigen Jahr noch Tony Arbolino, auch nicht so wirklich, war nur ein Jahr, glaube ich, oder? Bei Dynavolt, aber gut, hier kommt er ja auch nicht so wirklich zurecht, leider. Ja gut, für jeden kann es nicht laufen, das ist auch klar. So, jetzt haben wir es aber soweit, glaube ich. So, ich mache mal ein... Ich eröffne hier mal. Den Chat sozusagen. So, streamtechnisch, ja, läuft alles. Perfekt. Können wir so lassen. Wunderbar. Marcel haben wir ausgewählt.
100% Rennen, 60%, das passt perfekt. Assen haben wir am Start. Startposition 6. Ne, passt auf einmal. Wir werden sogar um 1 zurückgehen, weil dann stehen wir nämlich zu einer dritten Reihe, aber dann stehen wir ganz links. Das machen wir jetzt einfach mal freiwillig. So. Perfekt. Wie gesagt, nach dem Rennen, wenn wir schauen, ob wir da noch Bock haben, vielleicht Karriere weiterzufahren, auf ein schnelles Rennen oder so. Mal schauen. Alles ist bereit für den großen Preis der Niederlande. In wenigen Sekunden wechseln wir zur Hauptgeraden und sehen uns den Start des Moto2-Rennens an. So schaut's aus, Brocki. Diese Aufnahmen führen uns zum Startfeld, wo die Fahrer bereit für den Start des Rennens sind. Das Wetter ist klar und die Temperaturen sind perfekt. Naja. Doch bei der Beschleunigung auf dieser Strecke werden die Hinterreifen schnell abgenutzt. Es ist kein Zufall, dass viele Fahrer vorne einen mittleren und hinten einen harten Reifen aufgezogen haben. Ist ja nur ein Einzelrennen, von dem her ist ja nicht so dramatisch. So, pass auf, Leitfaden, jetzt müssen wir da auf Stabi gehen, flattern, übernehmen, dann passt das nämlich. So, perfekt. Reifenabrieb haben wir, zweimal Medium, habe ich schon getestet, das passt perfekt. Das passt perfekt. Let's go. So, pass auf, Freunde. Jetzt haben wir wieder den Massencrash am Anfang. Ganz lustig. Ist da Fernandes hier. Ja. Schröter, da sind wir. Sam Lowe nur 9. Oh, das gibt's doch nicht. Also ein bisschen. Ja. So, pass auf einmal hier und. Zack, zack, zack. Der Massencrash, da liegen wir. Oh, da fliegt uns das eigene Motorrad noch einmal drauf. Oder war das von unserem Teamkollegen? Wahrscheinlich. Aber keine Sorge, es stehen wieder alle gesund hier in der Startaufstellung. Das Publikum ist bereit, die Fahrer sind bereit, wir sind bereit. In wenigen Minuten beginnt der große Preis der Niederlande. So schaut's aus, Freunde. Der große Preis der Niederlande. Kupplung ziehen. Los geht's, da müssen wir noch Trekkingreifen. Ich habe, wie gesagt, schon ein bisschen geübt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich schaffe komplett ohne Sturz. Ich werde mich bemühen. Schauen, dass die drei vorne nicht davonfahren hier. Ich glaube 60% ist ganz gut eingestellt. Erste Runde. Das Gute in der Moto2 passen auch die Bremspunkte meistens. Blendungen von den Namen oben könnten wir ja fast auch ausblenden. Wir haben sie links im Tableau stehen eigentlich. Ja, hier auch die schnelle links mit der MotoGP echt schwierig. In der Moto2 ist das alles so ein Traum. Das funktioniert alles tippitoppi, auch jede letzte Schikane. In der MotoGP ja, ist hier auch schwierig, aber in der MotoGP kriege ich das überhaupt nicht auf die Reihe. Das ist ein bisschen ein Glücksfaktor auch. Ja, Marcel heute leider gestürzt über das Vorderrad. So schade, ich habe schon mitgefiebert, dass er da seinen ersten Sieg da schafft. Und ja, leider. Echt schade, echt schade. Aber ist gerade gut drauf, auch am Sachsenring gut gefahren. Vierter geworden, knapp am Podium vorbei. Und wir versuchen es einfach hier im Spiel einmal. Hoppala. Ob wir nicht hier mit Marcel schon wieder auf das Podium kommen. Das macht ja einfach Spaß, Freunde. Das
mit der Moto2 in außen. Ich hätte es nicht geglaubt. Gibt nur ein paar, zwei, drei kleine Ecken, wo wir mal ein bisschen schneller sind. Dann ist die KI wieder ein bisschen schneller, aber wirklich dezent nur. Also nichts Dramatisches. Wenn wir noch ein bisschen fahren, können wir die KI noch ein bisschen weiter aufstellen. Hier vorne relativ schnell unterwegs. Ja, hier könnte man angreifen. Na, da auf der Startziel ist nicht ganz so krass wie auf der einen oder anderen Strecke, aber hier können wir, wenn wir gut dabei sind, überholen und angreifen. Kommt da noch einmal Fernandes. Jetzt müssen wir vorne bleiben. Kann ich einmal minimal berührt, aber nichts passiert. Fernandes ist noch dran. Ah, ich traue mich hier nicht. Boah, wir haben Fernandes hinten rein. Der hat nicht gerechnet, aber ich. Da innen die schnelle Kurve. Ich glaube, mit echt sind sie da sogar vorbeigefahren, auch in der Moto 3, was ich heute gesehen habe. Aber ich im Spiel traue mich das nicht, ehrlich gesagt. Sorry, es juckt gerade. Das ist ein echt ein bisschen blöd, aber ich glaube, da hast du so viel Adrenalin, dass du da so ein Jucken gar nicht mitbekommst. Heute auch Dennis Foggia. So ein richtiges MotoGP 22 Spiel. Fehler gemacht oder einen Sturz gehabt. Zurück. Wurde abgedrängt, ich weiß gar nicht von wem jetzt. Aber kein Ding, Gott sei Dank. Ich glaube von David Munoz mit der 44, der dann selber in der letzten Runde, glaube ich, gestürzt ist. Bisschen rausgedrängt worden, hier nach der ersten hier. Ich glaube, hier ist er rein und dann ist er hier ein bisschen rausgekommen. Und da wollte er zurück übers Curb, dann ins Schlittern geraten und gestürzt. Habe mich komplett an Spiel erinnert irgendwie. Da hat er den Winkel einfach irgendwie zu... schlecht berechnet, da ist er irgendwie zu spitz über den Curb gefahren und hat es dann ein bisschen gezaubert, wie man so gerne sagt. Und dann ist er vom Moped gestürzt, ja. Hat mich komplett an das Spiel erinnert. Heute das von Dennis Foggia, der Sturz. Ja, hat aber auch in dem Jahr schon Pech gehabt, muss man sagen. So, momentan sind wir mal am Podium. Wo ist Augusto? Mehr oder weniger hinter uns mit der Meute. Kané hier dran an Chandra. Ein bisschen weit, macht aber nichts. So, vom Ton her passt alles. Schreibt es mir gerne, wenn irgendwas zu laut oder zu leise ist. Alex liegt auch echt super. Dann können wir es wieder ein bisschen ranbremsen auf jeden Fall. Ihr seht, das ist wirklich ein super Tempo von der KI. Ein Traum.
Genau so macht ein 100% Rennen Spaß. So, morgen um 12 Uhr Mitternachts, Freunde. Wenn es stimmt, der Timer sagt zwar was anderes auf der PlayStation, aber Formel 1 2022 morgen. Bei mir live um Mitternacht, wenn es wirklich der Release ist um Mitternacht, aber bis jetzt wurde ja alles um Mitternacht mehr oder weniger released bei den Spielen, sagen wir so die meisten. Das wird auch hoffentlich morgen so sein, auch wenn steht das erst irgendwie um, weiß nicht, 8 Uhr Vormittag oder was, oder der Release sein sollte laut Timer, aber ich glaube, das stimmt nicht. Also wenn es stimmt, dann morgen um Mitternacht Release Stream. F1 2022, könnt ihr es natürlich auch gerne im Nachhinein dann anschauen. Diesmal von der PS5 aus in 4K, so wie hier das Game. Und dann die zukünftigen Parts natürlich auch wieder dann von der PS5 aus. Da kann ich leider nicht so gut schneiden wie am PC, das ist bitter. Weil das Programm leider auf der PS5 das selber so nicht hergibt, da muss ich mir überlegen, wie ich das mache. Wahrscheinlich werde ich dann nur das Rennen aufnehmen und hochladen. Höchstwahrscheinlich. Muss ich mir noch überlegen, wie ich das mache. Problem ist halt dann 25, wenn ich mal ein 50% Rennen machen will. Oh, ich will lauter reden, ja, ein bisschen unkonzentriert. Das kann eh wieder vorbei, so wollen wir nicht überholen. 50% Rennen würde ich auch gerne fahren. Wird wahrscheinlich fast besser sein, wenn ich das dann im Stream mache. Ja, nur das Rennen alleine, ja, wird dann, ja, das dauert dann extrem lange, bis er das verarbeitet auf YouTube wahrscheinlich. Vor allem in 4K. Mal schauen. Muss man noch überlegen. Aber es wird auf jeden Fall F1 2022 geben, bei mir, in welcher Form dann auch immer. Gut dran, aber hier können wir natürlich unmöglich überholen. Ich glaube, in echt hier innen hat es auch das eine oder andere Überholen mal gegeben und hier in die Kurve rein. Boah, außen, das ist mir. Also hier traue ich mich insofern nicht, weil ich schon, wenn ich alleine fahre, hier fast nicht vorbeikomme. Ja, das war jetzt kontraproduktiv im Endeffekt ein bisschen. Aber wir können hier wieder kontern in der ersten Ecke auf jeden Fall. Also Indikator hinter uns ist noch dran. War noch keiner im Chat. So ist da los. Ich weiß, sie sind hier schnell. Haben aber beim Rausbeschleunigen irgendwie einen kleinen Fehler gehabt. Sind da beide nicht so auf Geschwindigkeit gekommen oder haben sich beide verschalten? Bitte gar nicht. Ja, da zwickt uns wieder. Eieiei, was Fehleranalyse. Vorne irgendwie aufs Vorderrad gekommen. Auf unsere dritte Position kommen. Ja, kann eh dran hier am Jumper, kann er ja doch irgendwo überholen, ich weiß nicht, das scheint ein dicken schneller zu sein, nicht viel, aber vielleicht ein bisschen. Geil. Jetzt habe ich mich vertan leider ein bisschen. Verti. Auch eine gute Leistung abgeliefert. Gute Aufholjagd gestartet. Ah, das war zu weit hinten. Das geht nicht. Mhm.
hier mit Problemen jetzt? Was ist da los? Wieso kommen die nicht raus aus der... Wir haben jetzt... Ich habe vorher keine Probleme gehabt, hier beim Ausbeschleunigen. Das ist ja merkwürdig. Mal weiter beobachten, das Ganze. Moment, muss ich einfach kurz die ersten Zuschauer begrüßen. Der Marzio. Da fehlen ca. 200 Runden. Wart. Oh, da habe ich verschrieben. Oh, ja, danke, Freunde. Oi, 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 oi. Da habe ich um einen Nuller verschrieben. Danke für die Info. Ja, habe ich schon ausgebessert. Kann schon aktualisieren. Habe ich schon aktualisiert. Sorry. Aber ich glaube, im Thumbnail soll es passen. Ich habe schon glaube, es sind generell zu wenig Runden. Ah, okay. Hallo, Wusch. Wusha, Wusha, Wusa. 91. Hallo, Lex. So, weiter geht's. Jo. Sorry, Aaron. Wir dürfen hier Chantra nicht wegziehen lassen. Von der MotoGP-Maschine ist auch viel beweglicher. MotoGP bin ich hier, habe ich hier probiert. Das ist unmöglich. Das hätte ich jetzt nicht anschauen wollen. Jetzt sind wir noch zu weit weg. Kleiner Vorsprung nach hinten, sehr schön. Jetzt fährt er hier wieder schön durch. Jetzt hat er nicht dieses Beschleunigungsproblem auf einmal. Oder haben sie sich irgendwie berührt oder so? Ich weiß nicht, zweimal. Na, ungefähr so hat es das auch zurück auch. Und dann gab es den Sturz bei, ich habe es vorher gesagt, zum Radon auch wieder entfallen, Dennis Hodger. Gab es da den Sturz, da wollte er so zurück, ich wollte es euch noch kurz zeigen. So auf die Strecke und dann... Ja, sorry, jetzt wollte ich euch super geil jetzt von vorne zeigen.
Ich befürchte, jetzt sind wir vorne, jetzt könnten wir wegfahren. Noch ist er dran. Man sagt aber oben Chantra, also kein E ist dran an Chantra, das stimmt doch nicht. Da links am. Alter, was ist denn jetzt los? Noch nie bin ich hier gestürzt. Wieso fängt er jetzt hier zum Wackeln an? Das sowas kapiere ich nicht. Spiel, was ist los? Einfach so aus dem Nichts. Boah, da ist er. Da hat sich wieder super zurückgekämpft hier. Ah, da haben wir eine Runde vergessen, den Sprit runterzudrehen wieder. Wie gesagt, hier traue ich mich nicht. Warum ist Kani so weit? Sind da eben Fight? Warum ist Kani so weit hinten? Wieso kommt der nicht zu Speed? Verstehe ich nicht. Ich glaube, so ein bisschen könnte man die Kani noch aufschrauben. Ein paar Prozente eventuell, aber war mir unsicher, ehrlich gesagt. Chat wurde schon was geschrieben. Eine Sekunde. Ja, ist heute auch passiert, stimmt, aber ich will ja aufs Podium kommen mit ihm. Er ist leider gestürzt heute, ja. Habe ich am Anfang des Streams eh gesagt. Schade, schade, habe ich echt. Ja, war ich auch enttäuscht. Ich habe mitgefiebert mit ihm, dass er seinen ersten Sieg vielleicht machen kann. War echt stark drauf von 10 die ersten paar Runden. Noch ein Start gleich am 5. glaube ich, oder so, oder? Und plötzlich gut gemacht und dann peu à peu jeweils einen Platz gut gemacht und ja, bis auf P1 eben. Und dann hat er es leider nicht ins Ziel gebracht. Das gehört ja auch dazu. Er hat aber einen super Speed gehabt. Das ist in letzter Zeit wirklich im Rennspeed vor allem ganz stark auch. Das ist eh schon immer. Aber jetzt ganz speziell, dass er auch nach vorne kommt. Quali leider noch nicht. Wie viel war da? 10. glaube ich, ne? Da muss er noch ein bisschen zulegen im Quali. Das wäre richtig gut, weil dann ist er vorne wirklich dabei. Weil jedes Mal von hinten nach vorne zu kommen, klappt auch nicht immer. Sagt Freunde, morgen Formel 1 F22 um Mitternacht morgen Release-Stream hier bei mir auf Bernie Gaming. Wer vorbeischauen will, ist gerne eingeladen. Vielleicht sollten wir vorher noch ein bisschen Warships. Das werden wir noch schauen, mit oder ohne Livestream. Oder wie auch immer. Müssen wir dann schauen. Auf jeden Fall gibt es um Mitternacht oder kurz nach Mitternacht, wenn das Spiel auch da freigeschalten ist, laut Timer auf der PlayStation ist es ja nicht so, aber ja, das werden wir dann sehen. Aber normalerweise sollte es um Mitternacht sein, der Release, dass wir spielen können, runtergeladen habe ich schon.
Da werden wir uns einmal das Spiel in aller Ruhe anschauen, mal ein bisschen Zeit fahren gehen vielleicht und so mal die Einstellungen machen, alles. Mal für fast direkt vor das 21er mal starten und mir die Lenkeinstellungen ein bisschen rausschreiben, dass ich da ungefähr einen Anhaltspunkt vielleicht habe, gleich für das erste Mal dann. Und da werden wir vielleicht ja mal schauen, was wir beim ersten Stream dann machen, mal ein Testrennen vielleicht machen, ein bisschen Zeit fahren und mal schauen, eben alles einstellen, Lenkrad, mal ein Gefühl kriegen für die Autos. So, dann schauen, ein Einzelrennen vielleicht. Und in dem Stream gleichzeitig vielleicht. Mal schauen, wie genug Leute sind. Und entscheiden, ob wir da eine MyTeam-Karriere starten. Oder eine Meisterschaft oder so. Oder eben mehr oder weniger nur die Karriere an sich. Die F1-Karriere. Andrei ist gut unterwegs, bin ich irgendwie langsamer geworden, oder was ist da los? 43, ja, noch so 44 in der 9. Wir konzentrieren wieder vielleicht. Ich hatte schon die Befürchtung, dass wir vorne wegfahren. 10 Runden noch. Kam, stürzt man auch. Na, schaut, wir haben uns ein bisschen konzentrieren, ohne reden. Kommen wir auch gleich ran wieder. So schade, dass Marcel heute gestürzt ist. Ich hätte ihm da den Sieg gegönnt, so richtig. Aber wenn er so weitermacht, kann er das vielleicht noch in der Saison erreichen, einen Sieg. Wenn er den Schwung mitnimmt. War jetzt eigentlich ungewollt. Boah, da wollte er innen noch mal rein. Da
Link. Schaut, die Anzeige stimmt ja nicht. Da schaut aus, als wäre kein E dran. Ein Chantra ist aber nicht. Ah, sauber. Da haben wir wieder einen Fehler geben drin, wenn wir auf die Anzeige geschaut haben. Sehr gut. Der war geil. War gar nicht so gewollt am Anfang, aber da habe ich auch noch nie überholt. Jetzt kommen wir mal hier schnell durch. Geschafft, Gott sei Dank. Da können wir jetzt wegfahren. Kanäle und Konsorten da ein bisschen zu weit weg schon für mein Empfinden. Ja, nachdem ich jetzt schon etliche Runden hier gedreht habe, könnte man auf jeden Fall einen dicken rauf gehen. Okay, Stärke technisch. So, jetzt muss ich aber mal erst nach Hause bringen. Dann sind wir so quasi im letzten Renndrittel angekommen. War auch letztes Mal noch getestet, ob ich nicht beim Abschlussrennen bei der Formel 1 21 ein 100% Rennen mache. Gut, macht einmal aus zwei Gründen keinen Sinn. Erstens einmal waren die Zuschauer nicht so gut wie hier im MotoGP. Das juckt fast keinen. Ja, wobei bei einem... Uiuiui, bei einem... Ja. Fange ich wieder zum Reden an, dann bin ich nicht konzentriert. Das ist immer das Gleiche, Freunde. Das ist immer das Gleiche. Martin, mach den Satz noch fertig und dann fahre ich hier vernünftig weiter. Ja, 100% Rennen im Livestream, ja, könnte vielleicht noch gehen. Und ja, war mir aber nach 20 Runden dann auch zu doof, ganz ehrlich. Es ist ein bisschen körperlich, ein bisschen anstrengender, wie hier mit dem Stick nur. Ja, die Bremse immer treten, ich weiß nicht, es ist irgendwie, sitze ich da ein bisschen verkrampft auch und ja, 50% glaube ich geht noch, 100 wird schwierig beim Formel 1. Ich würde es zwar immer gerne fahren, aber boah, ist körperlich gar nicht so ohne, muss man sagen, auch wenn es geil ist. Ja, muss man schauen, vielleicht fahren wir dann 150er oder so, ja, werden wir sich dann anschauen. So, auf Twitter steht F1 kommt um 28. Dürfte 8 Uhr bei uns sein, ja. Es ist auch so der Timer eingestellt auf der Blazy. Der Marzio hat gemeint, weiß nicht, ob er noch da ist, dass es um Mitternacht der Release ist, morgen. Der Timer steht auf 8 Uhr Vormittag, das stimmt. Also Freunde, entweder... Also wenn ich morgen Mitternacht nicht streame, dann erst am nächsten Tag. Also gegen 10 Uhr wahrscheinlich dann, nehme ich mal stark an. 10, 11 werde ich beginnen bis halb 3.
Mal schauen. Wobei, weiß ich nicht, der Junior ist heute krank. Ich weiß nicht, ob der bis Dienstag wieder fit wird. Dann wird es vielleicht sogar ein kürzerer Stream. Ja, mal schauen. Kann ich jetzt noch nicht genau sagen. Aber ich werde auf jeden Fall spätestens am Dienstag streamen. Am Mitternacht, das passt auf jeden Fall. Sollte es da F1-mäßig losgehen. Du schreibst ja jetzt auch auf Twitter, steht F1 kommt am 28. 6 Uhr AM. Also 8 Uhr habe ich auch. So, der Timer ist so eingestellt. Der Timer ist so eingestellt auf der Blazy. Marzio hat gemeint, das ist ein Fehler. Ich bin mal gespannt. Ich werde es auf jeden Fall um 12 Uhr probieren, ob es funktioniert. Werden wir dann alles morgen sehen. Also wenn ich morgen... Na gut, ich muss sowieso aufhören zum Streamen, obwohl... Na gut, ich streame über den PC, das ist ja Rille eigentlich. Dann kann ich ja das live beim Warship testen. Und wenn ich Warship weiter streame... Wir haben uns wieder überholt hier, ja, wenn wir nicht konzentriert sind. Wenn ich Warship weiter streame, dann ist der Release erst doch am nächsten Tag um 8. Und wenn nicht, mache ich dann Warship Ende und streame dann F1 22. Wir werden es morgen sehen. Wir werden es morgen alle sehen. Hallo Oliver. Ich weiß gar nicht, wann auf Steam oder so der Release ist von F1. Ja, wieder hier am Körb. Es ist so lame, Freunde. Aber Fotschi hat es ja auch genauso erwischt. Ah, ist er hinten? Ah, sind aber auch weit genug weg. So, jetzt müssen wir langsam aber sicher mal schauen. Kommt die Schlussphase, dass wir hier mal vorbeikommen und da vorne bleiben, ohne reden. Müssen wir uns mal hier aufs Rennen konzentrieren. Dass wir vielleicht sogar gewinnen können noch. Haben wir davor so einen super Überholen mal übergehabt, oder? Nämlich genau das. Ah, noch einmal, jetzt habe ich es drauf. Okay, kommt aber, kommt dann, immerhin. Da haben wir vielleicht noch ein paar spannende letzte Runden hier mit Chantra. Ah, da macht er wieder den Konter hier. Okay, hätte ich nicht gedacht in der Ecke, aber noch einmal, okay. Hinter rein. Will ich auch unbedingt den Sieg haben, wie es ausschaut. Ja, Marcel konnte leider nicht zurückspulen heute. Ja, wenn ich hier alleine fahre, ohne Reden, mich konzentriere, schaffe ich es auch hier ohne Sturz natürlich, das geht sicher, das ist sicher möglich. Dann kann ich Dritter. Und jetzt 20 von 24. Noch einmal uns vorbeischleichen. Jetzt ein bisschen. Jawohl, da haben wir leicht berührt. Schauen. Können wir seinen Move machen? Ja, so ein bisschen. Jetzt da innen rein. Ah, aber da kommen die hinten auch ein bisschen näher ran, aber... Oliver, warte. Ich fahre jetzt einmal zu Ende und dann lese ich in den Chat rein, Freunde. Dass wir jetzt einmal konzentriert bleiben, hundertprozentig.
Leichten Vorsprung ist schon mal gut. Jetzt fahre ich da wieder über die Wiese, das gibt's doch nicht. Und 21. Das zweite Mal hier in den 100% drin, dass er hier auf einmal zum Schlingern anfängt und ich weiß es nicht warum. Ich weiß es nicht warum. Da, jetzt fährt er ganz ruhig. Ich mache mal komplett das Gleiche. Ah, ohne Worte. So viele Runden heute gefahren. Da bin ich auch noch innen noch nie drüber gefahren. Aber im Livestream ist immer alles anders. Im Livestream ist immer alles anders. Konzentration, Konzentration. Zu langsam hier um die Ecke. Ich mache, dass ich gar nicht zu schnell bin. Keine Chance, das ist nicht stark. Kann ich stürzen hier? Ja, Gott sei Dank. Jetzt wieder. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Unglaublich. Unglaublich. Die Lady hat ja auch noch nie. Ich bin schon jetzt einige Runden gefahren hier. Ja, ich bin schon über 40 Runden heute. Minimum. Mit diversen Trainingsrunden und so. Mehr sogar. 50 Runden. Das heißt immer wieder was Neues. Komm, kann nie sogar schon wieder, das gibt's ja nicht. Haben die Reifen gespart? Haben die, glaube ich, anderen Reifen drauf? Ich weiß nicht. Keine Ahnung, was die für Reifen drauf haben. Ich muss am Anfang schauen, was sie drauf gehabt haben. Ich glaube, das sehen wir jetzt nicht mehr. Rausdrängen können wir natürlich nicht. So, jetzt bleibt nicht mehr viel Zeit. Kann eh hinter uns. Oh, wird nochmal richtig spannend hier. Herzschlagfinale. In außen. Ja, lustige Linie wieder. Abenteuerlich hier. Das gibt's ja nicht.
Medium, das war auf jeden Fall bei uns die richtige Wahl. Vorgeschlagen hat er, glaube ich, hinten hart, aber das meiner Meinung nach bringt das nichts. Also ob du in der Schlussphase jetzt da ein bisschen besser aus den Ecken rauskommst, wenn du hinten den harten drauf hast, ich weiß es nicht, aber es ist eigentlich okay. Boah, das passt schon noch. So, jetzt sollten wir dran sein, dass wir jetzt irgendwo ihn überholen können. Der letzte Runde, glaube ich, können wir auch den Benzinauftrieb lassen. Na, hier geht es leider nicht aus, da waren wir zu langsam. Da können wir es nochmal ranbremsen und hoffen, dass wir irgendwo anders ihn überholen können. Ja, genau. Er fängt wieder zum Stürzen an. Jetzt bin ich dreimal hier gestürzt sogar. Ich weiß aber nicht warum. Ich weiß es nicht warum. Aus dem Nichts heraus fängt es auf einmal an zum Wackeln, das Moped. Ja, jetzt hat uns er wieder von hinten berührt, auch geil. Auch geil. Ich bin extra ein bisschen länger umbleiben am Gas oder nicht so stark gebremst, dass man uns hier nicht angreifen kann. So, hier versucht es ja auch immer wieder mal. Aber passt. Jetzt könnte man das heimbringen. Wird hier Marcel Schröter gewinnen in Assen. In echt heute leider gestürzt. Jawohl. Sehr schön. Da gewinnen wir mit Marcel Schröter, liebe Freunde. Blick auf die Endwertung dieses Moto2-Rennens. Die Fahrer ihre wohlverdiente. Ja, da kann ich mehr, genau. Boah, 40,9 von der schnellsten Runde her waren wir da, ja, über eine Sekunde schneller. Marcel Schröter gewinnt, jawohl, das wollten wir, Freunde. Gutes Duell mit Chantra, Aaron Kané konnte uns da nicht mehr überholen irgendwie. Ist jetzt zum Schluss wieder rangekommen, lustigerweise. Der Fernandes ist auch noch Vierter geblieben, Vietti Fünfter, da hat sich nichts getan da hinten. Joe Roberts, Pedro Acosta, den habe ich heute irgendwie auch nicht gesehen. Ist der verletzt oder was? Jack Dixon heute auch gut gefahren. Ja, der hat Marcel heute auch überholt, sogar mit einer leichten Mini-Berührung, glaube ich. Sam Lowes hatte heute die Pole und dann ist er irgendwie mit der ersten Schikane rausgedrängt worden und auf einmal war er dann Letzter. Das habe ich nicht ganz mitbekommen, was da passiert ist. Das muss ich mir heute nochmal auf die Zone, glaube ich, kurz einmal anschauen, den Start. Ob ich das sehe und ganz speziell auf Lowes schaue, was da los war. Gibt's ja gar nicht. Bobier ist, glaube ich, auch gestürzt. Toni hier, Jorge Navarro. Der war am Anfang auch gut dabei. Ist der heute ins Ziel gekommen? Ich weiß es gar nicht. Ja, Alcobar, Teamkollege. Fenati wurde schon rausgeschmissen bei Bosco Curro. Antonelli heute, glaube ich, ausgestürzt in echt. Albert Arenas ist, glaube ich, auch gestürzt. Der war da auch, war der nicht Erster sogar auch? Der war doch hinter Schröter, dann war er Erster. Oder ich weiß gar nicht genau. Auf jeden Fall ist er auch irgendwo übers Vorderrad, glaube ich, rausgerutscht. Ja. Gehen wir mal rein ins. Oder? Ah, nett. Wir haben nur die letzten 6 Runden. Okay, gar nichts komplett. Naja, gut. Na gut, warum sollten sie auch? Lassen wir das mal kurz rennen. Schauen wir mal kurz in den Stream rein. Also in den. Hallo Michi, sorry, hab ich das jetzt gelesen. Beim Fahren konnte ich nicht so schauen. Sorry. Hallo Michi.
Kann schon etwas Gotterfahrer heute. Ja, Gotterfahrer war ein bisschen übermütig. Ducati, ja, Pecco Bagnaia gewonnen. So kann man die Kurve nicht überholen, genau. Ja, der erste Sturz, Oliver, war kein Pech. Da ist er zu optimistisch reingegangen und dann ist ihm das Vorderrad noch eingeknackt. Vielleicht hat er geglaubt, der fährt außen ein bisschen weiter, aber dann hat er gesagt, es wird eng und dann ja, ist das Vorderrad eingebrochen. Er hat auch, glaube ich, eine Strafe bekommen fürs nächste Rennen. Ich vermute mal eine Longlap, ich weiß es aber nicht. Bin mir jetzt nicht sicher. Aber das gehört zu 100% einfach Quattoraro, der eine Sturz. War unnötig ein bisschen, aber ja, gut, ist halt so. Und vom zweiten Sturz, weiß nicht, ob ihr das schon gehört habt, aber da ist bei ihm für die Traktionskontrolle irgendein Sensor kaputt gewesen, wahrscheinlich nach dem Sturz. Deswegen ist er dann gestürzt. Und sie haben ihn noch, er wollte reinfahren, die haben ihn dann rausgeschickt. Die haben ihn dann rausgeschickt noch einmal, weil sie gesagt haben, es könnte vielleicht regnen und dann kann man ja noch Punkte machen. Deswegen haben sie ihn noch einmal rausgeschickt, nachdem er reingefahren ist. Und er hat gesagt, ich bestimmt nicht am Motorrad. Ja, das war halt ein bisschen, ja. User. Genau, was ich gerade gesagt habe, ja, jetzt lese ich es gerade bei dir. Die haben ihn nochmal rausgeschickt, was glaubt haben, es regnet, es kommt noch Regen. Da hätte er können vielleicht noch was machen, aber ja. Acosta hat sich den Oberschenkel gebrochen beim Training. Ach du Schande. Oi, 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 oi. Ja, das ist auch bitter dann natürlich. Ja, dann muss er dann nächstes Jahr wieder ran. Werfen so, wir genug einen geschaut Blick auf hier. Die Kameras nehmen uns mit in den Park. Dann nehmen wir natürlich ja noch die Siegerehrung mit. Der zu Recht mit seinen Mechanikern feiert. Wenn er so weitermacht, werden ihn seine Konkurrenten nur sehr schwer einholen können. Sehr schön. Ja, hier auch schön zu sehen, Freunde, die neue mit der Prima-Lackierung, die Pramac Ducati. So, wie spät haben wir es? Ja, da können wir ruhig noch ein, zwei Rennen, oder? Habt ihr noch Bock? Ein bisschen Karriere weiterfahren? Erhaltene Angebote, Aprilia, Oakley. Nee. Wir wollen ja zu Cresini, haben wir gesagt. Ganz klar. Ganz klarer Fall. So, wir haben uns hier schon wieder. Aber warte mal, das Grün gefällt mir aber ehrlich gesagt nicht so wirklich. Ich glaube, da will ich. Die Haare stimmen auch schon wieder nicht. Wir haben ja andere Frisur, aber okay. Da will ich ehrlich gesagt einen dicken Dunkler. Passt. Steht man schon wieder im Motorrad drin? Jawohl, perfekt. Im Motorrad reingesnappt hier. Können wir uns die Knieschützer gar nicht anschauen? Ne, die sehen wir nicht. Sind die auch grün? Ne, die haben wir weiß. Ja, das passt schon. Das passt schon. Jetzt wird man sehen. Ja, passt schon. Punktestand: Wir sind 8 Punkte vor Aaron Cani. Es geht nach Australien. Pass auf einmal, wir fangen wieder an in Australien im Training mit 45. Ja, oder? Schauen wir mal. Ja, so eine ganze Saison mit 100% Rennen wäre auch irgendwie geil, oder? Vielleicht machen wir das irgendwann in der zweiten oder dritten Saison oder wie auch immer. So, was wurde hier noch geschrieben, bevor wir hier weitergehen? Oh, Michi.
Da hättest du sollen nicht einschalten, vielleicht, Michi, weil nicht, dass wir dich spoilern. Miller geht weg, ja. Dafür kommt Alex Marquez. Ja, irgendwo zu Cresini, ne? Wo kommt er hin? Ich hab das gar nicht mehr so im Kopf, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, der Druck, aber ich glaube, mit Druck könnte er, glaube ich, eigentlich gut umgehen, Miller, gefühlt. Aber gut, vielleicht dann doch nicht, wer weiß. Schaut ja aus, als wäre er ganz cool, aber ja, renntechnisch dann vielleicht, ja, vielleicht eben doch nicht. Stimmt auch wieder, ja. Guten Morgen aus Australien. Wir melden uns. Kann natürlich alles sein, ja. Nee. Plattmann. In der Box herrscht Aktivität. Das Motorrad ist bereit. Cresini, der Fahrer, ja, wird Oliver, gleich danke, loslegen. Ja. Zeit von der näheren Ansicht gefahren, oder? Ja. Haben wir jetzt mal von außen? Ich weiß gar nicht, das ist geiler. KTM, laut Spiel, das beste Team, das einzige Jahr mit 100% Teamstärke. Und gleich Mark VDS mit 95%. Ich weiß gar nicht, was noch. er knickt einfach mitten um. Unglaublich, oder? Er fällt einfach um. Unglaublich. Ja, gut, dass er da umfällt, ist klar. Gut, wir müssen ein bisschen lernen jetzt im Training. Hier bei der Ecke müssen wir ein bisschen früher. Da kommt man darauf an, wie schnell wir hier daherkommen, auch natürlich. Auch klar. Merke ich mir auch, da muss man auch ein bisschen früher tendenziell, vor allem mit der roten Kopie. Für alle, die es vielleicht dann neu eingeschalten haben, Marcel Schröter 100% Rennen ist vorbei, jetzt fahren wir ein bisschen unsere Karriere weiter. Holy moly! Ich werde gar nicht mehr auf zum Zittern. Das ist wie in der ersten Runde.
werde ein bisschen ein Gefühl kriegen hier für die Strecke. Sekunden, ja, das sollte passen. Wir gehen so in die Box, wo der Fahrer allem Anschein nach etwas mit seinen Technikern zu diskutieren hat. Zarco ins Wir, ja. Zarco oder ist das schon? Oder Jorge Martin, der Zarco hat schon immer stabile Leistungen, der macht immer ganz top, aber ja. Ist halt auch nicht einfach, aber Zarco Werksteam wäre auch geil. Und Alex zu Enea, ja. Ah, es könnte interessant werden nächstes Jahr. Schauen wir mal, okay, das passt soweit. Falscher Knopf. Hier sind so die Abschlussplatzierungen des dritten freien Trainings. Genau. Sehen wir uns die Gesamtplatzierungen des freien Trainings in der Moto2-Klasse an. Guten Morgen und willkommen. Gut, wir werden aber rausgehen und jetzt die KI draufdrehen fürs erste Mal. Auf jeden Fall. Wir gehen mal auf entspannte 55 und mal schauen von den Zeiten her, ob wir dann nicht noch weiter raufgehen. Machen wir mal ein 55er Qualifying, würde ich sagen. Hellbärer, grüß dich. Wir senden wieder von der Renn. Nur zur Info, Marcel Schröter ist schon vorbei, das 100% Rennen. Jetzt sind wir schon in der Karriere, so wie immer traditionell hier bei mir. Wenn ich Zeit habe für ein 100% Rennen nach einem echten Grand Prix Wochenende, wenn ich nicht, ja, das zweimal im Monat geht es, zweimal nicht. Entweder habe ich generell Nachtschicht oder am nächsten Tag eben Tagdienst. Und im Idealfall habe ich entweder frei oder am nächsten Tag Nachtdienst. Je nachdem. Oder jetzt dann Urlaub. Ist da jetzt schon Sommerpause eigentlich? Das wäre jetzt doof. Jetzt habe ich nämlich dann zwei Wochen Urlaub schon langsam. Das ist dann natürlich nicht so geil, wenn die genau jetzt auch Sommerpause haben. Aber ist das nicht normal immer erst so? Ich weiß gar nicht. Müssen ja noch ein, zwei Rennen kommen oder was, oder? Oder ist das schon vorbei? Ich weiß gar nicht. Ich habe ehrlich gesagt keinen Plan. Ich habe den Kalender jetzt nicht im Kopf. Ihr wisst ja sicher Bescheid. Sollte dann nächsten ein, zwei Wochen wieder ein Rennen sein, bin ich. Achso, na, oder ich bin. Na Moment, oh ja, Sonntag kann ich ja. Auch wenn wir übers Wochenende wegfahren, komme ich ja Sonntag retour. Oh ja, das geht dann. Sollte noch ein Rennen kommen. Bin ich dann auf jeden Fall am Start, Freunde. So, eins haben sie endlich auch rausgepatcht, unseren Ingenieur mit den komischen Augenbrauen. Das ist jetzt endlich ein normaler Typ. Hat auch lange gedauert, aber ja. Da haben wir ihn schon. Schaut's. Das passt jetzt wenigstens, Gott sei Dank. Zumindest ist es ja nicht komplett Rille, sondern der Fahrer beginnt auch noch ein bisschen dran. Bewusst zum Motorrad und wird gleich losfahren. Ja, ich glaube auch, dass er zu alt ist. Es wirkt ihm. Wenn werden sie eher Jorge Martin für die Zukunft aufbauen, nehme ich mal stark an. Ich befürchte auch, dass er zu alt ist. Ich persönlich glaube, dass er bleibt. Und dann vielleicht Jorge Martin kommt. Oder was rede ich jetzt eigentlich? Oder ist da schon was bekannt? Ich
habe jetzt nicht alles auswendig im Kopf, weil irgendwann voriges Wochenende wurde ja da so einiges bekannt gegeben. Ich habe jetzt aber nicht mehr alles auswendig im Kopf. Ich glaube, du hast mich spät gebremst, oder? Na, okay, da bin ich ganz so schnell um die Ecke gekommen sind, Gott sei Dank. Ja, gar nicht so einfach. Ja, Bernie, super. Und hier wieder der Klassiker. Es ist nicht zu glauben. Die dämliche Ecke hier. Schaffe ich immer wieder, dass ich da rechts rauskomme. Ich weiß auch nicht warum. Das man hat einfach so Ecken, auch wenn man drauf denkt. So die eine oder andere Lieblingsecke immer wieder bei so Grand Prix und Strecken. Fährt er die Box oder was? Alter, für die Busfahrt, oder? So langsam er ist. Da fährt er nicht schnell bis zur Einfahrt und dann. Komm, eine fahren wir noch aus Training, würde ich sagen, mindestens. Dann schaue ich kurz in den Chat wieder rein auch. Aber jetzt konzentrieren wir uns mal auf die Runde. Ohne Reden. War das, war das mies. Haben wir so schön Vorsprung gehabt. Ah, geht aber noch 6 Zehntel. Das 3,2 auf los. What? Ja, ich sage die KI. Qualifying-Zeiten. Das haben wir noch immer nicht hinbekommen, glaube ich. Wo der Fahrer in seine Box fährt. Ja, wir fahren mal in unsere Box, Freunde. Ingenieur, Augenbrauen, passt. Da mal rein, 3,1 auf Kanä, ja, perfekt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir über 60% einstellen können. So, pass auf, ich lese mal kurz hier rein. Den Chat wieder. Gefragt, ob MNO93 überhaupt noch mal einsteigen sollte. Was meint ihr? Ja, Michi, ich habe es vorher schon gesagt. Normalerweise ist er F1 22 immer um 0 Uhr der Start. Sollte das der Fall sein, bin ich auf jeden Fall um 0 Uhr morgen am Start. Aber irgendwo habe ich gelesen und gehört schon, dass es erst am Dienstag um 8 Uhr in der Früh dann losgeht. Da werde ich dann vielleicht um 10, 11 eventuell starten. Weiß ich noch nicht genau. June ist ein bisschen krank. Weiß nicht, ob er am Dienstag, also morgen geht er nicht in die Schule.
jetzt in der letzten Woche, aber vielleicht geht er am Dienstag schon wieder, muss ich schauen, wie fit das er ist, aber irgendwie werde ich schon hinkriegen, eine Übertragung hoffentlich. Aber sollte es morgen am Abend, morgen um Mitternacht gehen, also in 24 Stunden und einer halben Stunde, und da schon das Ganze frei sein, werde ich auf jeden Fall F1 streamen, Michi. Das auf jeden Fall. Und ja, wenn nicht, dann am nächsten Tag irgendwie. Am Abend dann leider nicht, weil Dienstag ist der einzige Tag, wo ich noch einmal Nachtdienst dann habe. Dann habe ich eh Urlaub. Aber ansonsten bin ich dann auf jeden Fall mit der F1 dann am Start, definitiv. Also ich werde zur Mitternacht schauen, ob es frei ist, da werde ich dann anfangen. Wenn es ist, da streame ich sicher 2 Stündchen oder so, wie lang es Bock macht, wie Leute auch am Start sind. Und am Dienstag am Tag, ja, werde ich sicher auch. Oder wenn da der erste Stream sein sollte, weil es noch nicht um Mitternacht freigegeben ist, werde ich dann schauen, dass ich irgendwo am Dienstag streamen kann. Also wenn der Junior da schon in der Schule wieder ist, dann ist eh kein Problem. Dann werde ich da sicher 3 Stunden streamen oder so. Solange es halt Bock macht. Und wenn nicht, kriege ich das auch irgendwie hin. Am 7.8. soll Silverstone sein. Ah! Ja, geil. Danke für die Info. Sehr nice. Cool. Ja, freut mich. Ja, die Honda ist halt auch scheiße aktuell. Das ist das Problem. Und wenn du einmal so eine Verletzung hast, dann kann er die Schulter nicht mehr so gut bewegen oder positionieren, wie er will, glaube ich. Der Marquez, wenn du das einmal da irgendwie angeschlagen hast, ob das wieder irgendwo dann schon 4. Mal überoperiert, ob das wieder irgendwie so 100%ig wieder funktioniert, wie es vor einem Unfall hatte, ich kann mir das fast nicht vorstellen. Also wenn du einmal irgendwo so eine Verletzung mal hast, das ist immer schwierig. Das ist immer richtig schwierig. Und dann muss erst wieder mal reinkommen ins Moped und alles. Ja. Also probieren sollte es auf jeden Fall, außer es ist hier irgendwie gesundheitlich gar nicht mehr vertretbar, aber probieren muss wir das auch auf jeden Fall. Ja, man sieht ja, also ohne ihm Honda komplett Desaster. Wenn es kein Moped bauen für alle, so ein bisschen, dann ja, wird schwierig. Und dieses Jahr schaut es ja ganz dramatisch aus. Am Anfang hat es noch relativ gut ausgeschaut, glaube ich, am Anfang der Saison. Aber mittlerweile scheint die Honda nicht wirklich gut fahrbar zu sein. Also ja, muss man dann halt schauen. Ah, okay, Michael, die Frage ist nur, ob es eben am Mitternacht morgen schon geht oder erst dann um 8 Uhr. Das werden wir dann morgen um Mitternacht sehen. Wenn ich weiter streame, ich werde auf jeden Fall um ich weiß nicht genau, 10 herum, aber ich muss schauen, wann der Junior morgen schlafen geht, mal World of Warships streamen. Keine Angst, Freunde. Sollte um Mitternacht dann Formel 1 gehen, das werden wir live im Stream probieren. Qualifying endet hier. Werden wir natürlich dann Formel 1 streamen. Da werde ich dann den Stream beenden von Christian World of Warships an alle MotoGP-Fans und dann Formel 1 streamen. Das werden wir aber live um Mitternacht im Stream von World of Warships testen. Runde der MotoGP statt. Diese Bilder erreichen uns live vom Startfeld, wo die Techniker und Mechaniker die letzten Checks an den Maschinen. So, Freunde, ich würde sagen, wir gehen auf unsere 60% von Assen. Weil die Qualifying-Zeiten, ja, kriegt Milestone nicht hin, wie es ausschaut. Das wird uns jetzt gleich bestätigt werden. Wenn wir hier uns mit 60% wieder in etwa denselben Speed haben wie in Assen, dann kriegen die das einfach nicht hin. Das ist sehr traurig, muss man sagen, bei Milestone. Mittlerweile in der, wie viel Saison die schon sind und kriegen die Qualifying-Zeiten nicht hin. Das ist echt traurig. Zumindest nicht auf allen Strecken. Vor allem, das ist, ich verstehe es auch nicht. Guten Morgen, wir besprechen es ja jedes Jahr. Es ist essenlos, an den Geräten. Wir dass die Zeiten nicht Philipp passen. Island. Hier findet gleich die australische Runde der MotoGP statt. Was nur soll man da sagen? Ein paar Sekunden, dann nimmt die Kamera uns mit an die Startgerade. Es ist einfach nur traurig. Begeben wir uns direkt zum Startfeld, denn es bleibt nur mehr noch kann man nicht wenig sagen. Zeit, bis es losgeht.
Man kann die Spannung buchstäblich greifen. Der Himmel ist bedeckt, aber das Wetter wird sich während des Rennens halten. Die Strecke dürfte trocken bleiben. Ja, zweimal Medium, das ist unsere Renn. Die Fahrer tauschen ihre weichen Reifen gegen mittlere Modelle für Vorder- und Hinterrad aus. Genau, perfekt. MV Agusta hier. So, das haben wir gemacht. Perfekt. Schauen wir nochmal Verbrauchercheck. Zweimal Medium. Perst. Bin mal gespannt, wie schnell die KI jetzt ist. So, fahren die hier auch wieder in die erste Ecke rein. Schauen wir mal. Wir haben Verdienkollege hier auf 2. Fernandes, dann Bob Benschneider. Bobier und. So, schauen wir mal. Fahren wir das alle geradeaus hier? Geht das hier auch? Ne, hier klappt es, oder was? Moment. Ah ja, okay. Hier haben wir das Problem nicht, witzigerweise. Genau, Hellbärer. Also, wenn F1 kommt, dann F1 im Anschluss. Genau, Hellbärer. Aber jetzt habe ich schon 17 Mal erzählt, oder? Und wenn nicht, spielen wir einfach Warships weiter morgen. Ganz einfach. So ist mal der Plan. Also, Hellbärer, schon mal ein Programm für dich, oder? Perfekt. Die Fahrer haben ihre Warm-up-Runde abgeschlossen. F1 wäre schon geil auch. F1 wäre schon geil. In wenigen Sekunden geht die Ampel aus und der Phillip Island Grand Prix beginnt. So, habe ich hier in der Karriere auch die Kupplung oder nicht? Ja, doch. Sorry, Freunde. Ich konnte nicht mehr muten. Irgendwie ausdrücken, wenn die Lauter ein bisschen die Nase gekitzelt jetzt. Boah, Ruben Schneider. Schneidet da nach vorne. Und hier ist Arancani. Das ist das Wichtigste für uns. Arancani. Dass wir irgendwie vor ihm bleiben oder maximal nicht so weit weg. Wir sind 9 Punkte vor ihm, glaube ich. So, schauen wir mal jetzt. 60%. Sind die Leute jetzt hier 3 Sekunden schneller? Ich befürchte, also ich. Ich glaube es ja nicht. Das ist wieder der Qualifying Fail. Die Zeiten, die 0,0 passen. Niemand umschmeißen. Ne, passt. Ne, wie ich mir gedacht habe. 60% im Rennen, das passt. Ja, da haben wir ihn hinten berührt, sonst wenn wir gleich vorbeikommen wären, hätte man vielleicht können hier ausstechen unten. Boah, mir fällt so ein bisschen gerade der Rennrhythmus, so in ein, zwei Ecken. Die Gerade, jawohl, perfekt, auf die 3. Ohne Worte, oder? Ich habe noch beim Gas geben hier überlegt, soll ich da hinten bleiben? Ja, machen wir das jetzt. War wieder sehr schlau, Böhni. War wieder sehr schlau. Ah, wie in echt muss man sich da auch in der Millisekunde entscheiden, sozusagen, was man macht. Ich glaube 60% ist so ungefähr unser Rennspeed, den wir mitnehmen jetzt jedes Mal. Wobei es, wenn wir gut drauf sind, sicherlich ein bisschen mehr geht. Irgendwo sind wir sogar schon 70 gefahren auch. Aber wenn wir uns auf der Strecke wohlfühlen, können wir auf jeden Fall Minimum 60% einstellen aktuell mal. Dann nicht.
Vor allem, wenn wir jetzt wieder vor Kanä sind, nächstes Mal vielleicht sogar noch ein bisschen höher gehen wieder. Aber ich würde sagen, die Stürze dürfen wir nicht zurückspulen, zumindest nicht die, wo wir mehr oder weniger selber wegrutschen. Es ist schwierig zu sagen, weil hin und wieder ist es einfach, er rutscht einfach weg und du hast aber nichts falsch gemacht. Aber wenn wir selber jetzt einen Fehler in dem Sinne machen, ja, dann müssen wir nämlich ein bisschen langsamer fahren, grundsätzlich. Ja, mal überlegen. Aber wir gehen einfach mit der KI ein bisschen rauf, nächstes Rennen, sofern das möglich ist. Aber sagen wir mal so, 60% ist einmal ein guter Ausgangspunkt fürs Rennen, für die KI. Joa, da kommt er wieder so, bis ich wieder in den Chat. Ja, da schaue ich eine Sekunde rüber und ich wollte nur sagen, ich lese es dann nach dem Rennen, ja. Und schaue ich eine Millisekunde in der Kurve rüber und fahre schon raus. Ja, es ist wie verhext, es ist wie verhext. Könnte man sowas überholen auch, glaube Zweimal Medium ist auch wieder die richtige Wahl. Ich rede ein bisschen weniger, Freunde. Ihr wisst, dass wir hier vernünftig über die Routen kommen. Und wenn ich übers Ziel gefahren bin, schaue ich auch wieder auf den Chat. Zwei Runden noch, die ziehen wir jetzt noch durch. Ja, wenn der Einlenkpunkt und alles passt, kann man sogar am Bremspunkt bremsen. Auf der Ecke. Aber ich glaube nicht mit dem MotoGP. Langs
Dann bekommen wir hier auch ein bisschen einen Rhythmus hier auf der Strecke. Ja, Moto2 habe ich richtig gut im Griff. Also richtig gutes Feeling dafür. MotoGP wird schwierig werden, aber werden wir auch irgendwie hinkriegen. Ich glaube, ich werde, bevor ich jetzt wirklich ich werde, glaube ich, am Ende des Streams zwei, drei Testrunden mit verschiedenen Fabrikaten in der MotoGP mal machen. Und ich werde mich dann entscheiden, wo ich das beste Gefühl habe. Dort werden wir dann hingehen, wenn möglich. Ja, das Dovi auch, Dovizioso hier mit der Yamaha, ich glaube, da kommt da wirklich gut zurecht damit, aber irgendwie wird das Team so scheiße, ich weiß es nicht. Gibt's auch gar nicht, dass der dann nicht zurechtkommt. Wir waren da mit Erwin Porcheral, Tech 3, Yamaha, die waren doch immer so stark auch, Jonas Volker damals. Zarco auch. Bei Tech 3 immer wieder stark. Crutchlow. Aber jetzt geht gerade überhaupt nichts. Die wechseln ja auch. Es gibt dann kein Satellitenteam mehr für Yamaha. Vielleicht bekommen sie da zu wenig Support. Keine Ahnung, was da los ist. Ich glaube, die nehmen ja jetzt das aktuelle Team von Darren Binder und Dovizioso nehmen ja Aprilias. Ich weiß nicht, ob Dovi dann nächstes Jahr noch weiterfahrt, aber ich könnte mir vorstellen, dass Aprilia vielleicht jetzt habe ich gerade Marzio verwirrt, der hat mich in der Party eingeladen. Dass er vielleicht nächstes Jahr Aprilia probieren wird, Dovi. Italienisches Fabrikat, er ist auch Italiener. Oh, da sind wir schon in der Ziellinie. Werfen wir einen Blick auf die Endwertung Marzio, falls dieses Moto2-Rennens, während bist, ich die Fahrer eben noch wohlverdiente Ehrenrunde fahren. Ja, das, Freunde, jetzt schicke ich Marzio, falls er nicht im Stream ist, live eine WhatsApp-Nachricht. Ja, hallo Marzio, du hast gerade eine Party gestartet. Ich mache noch den Stream zu Ende und falls du dann noch in der Party bist, komme ich dann natürlich rein. Bis gleich. Geil. Ja, vielleicht war es unabsichtlich oder so. Gut. Ja, P1, wo ist Kané? Immer auf 3? Ja. 17 Punkte Vorsprung. Ja, da müssen wir auf jeden Fall nächstes Rennen gleich einmal wieder weiter hochdrehen. Da haben wir Pedro Acosta. Die Kameras nehmen uns mit in den Parc Fermé zum Sieger des Rennens, der zu Recht mit seinen Mechanikern feiert. Wenn er so weitermacht, okay, Marzio, dann passt. Ja, perfekt. Alles klar. Schwer einholen können. Alles klar, Marzio. Komm ich dann rein auf den Stream auf alle Fälle. Augen immer auf die Straße, wo er. Ja, genau. Ganz klar. Ganz klare Sache. Yamaha hat das gleiche Problem wie Honda. Die bauen halt nur Bikes. Ja. Das ist ja das, ja. Ja, Einheitselektronik, Helbera, ja, das war auch so eine Sache. Alles klar, Marzio. Ich dachte, falls du nicht mehr am Start bist, schicke ich dir so die Nachricht. Aber dann ist ja alles gut soweit. So, wir werden auf jeden Fall. Da fahren wir. Oh, haben wir noch Bock alle? Ja, oder? Wie schaut's aus, Freunde? Passt auf, jetzt sind wir einfach nur, weil wir es können. Oder wie geht denn das? Lass uns mal kurz überlegen. Wie geht denn das? Verdammt, wo kann ich denn das machen? Ah, da ist es. Einfach nur just for fun, Freunde. Noch.
Noch ein Rennen in der Karriere? Frage deine Community. Einfach mal just for fun, Freunde. Ihr könnt gerne abstimmen. Machen wir Schluss oder machen wir noch ein Rennen? Ich werde mal alles vorbereiten. Haben wir eigentlich, suche einen Vertrag mit Werksteams. Habe ich da schon ein Angebot? Cressini wollte ich ja eigentlich, genau. Da will ich jetzt einmal ein Angebot schicken. Was wäre noch im Angebot, haben wir gesagt? Factory, ne. LCR will ich nicht, da sind wir erst gefahren. Moonify 46 Racing Team, ja. Aprilia wäre natürlich auch irgendwo nice. Da werden wir dann noch einen Testfahrt machen. Suzuki werden wir ein bisschen später machen. Yamaha, boah, sollen wir da auch ein Angebot schicken? Ich weiß nicht. Gut, solange es nicht das letzte ist, Cressini läuft, genau. Wir schicken einfach mal Visio Yamaha RNF MotoGP Team auch ein Angebot. Dann hätten wir schon mal zwei zur Auswahl. Ja, Aprilia, ja, das Aprilia, Ducati und Yamaha werden wir vielleicht, oder werden alle Motorräder testen, vielleicht zum Schluss, mal schauen. Mal schauen. Aha, ist ein Spaßvogel, hat Nein geklickt anscheinend. Ich hab's ja gewusst, dass ein Spaßvogel dabei ist und vielleicht auf Nein klickt. Irgendwie geht bei mir die Abstimmung nicht. Wieso, Marzio? Kannst du nicht auswählen, oder wie? Das war komisch. Ja, Marzio, die Schweiz ist neutral, die darf nicht abstimmen. Ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. So, wie schaut's denn hier aus? Backup Anier hier in Führung, 77 Punkte vor Fabio, okay. Das wird hoffentlich bei uns nicht so sein, das wäre sonst eine relativ fade WM. Jorge auf 3, Marquez auf 4 hier. Ah, ist nicht ganz so realistisch, aber mal schauen, wie das dann in echt ist. Ja, Nia heute auch wieder, Bastianini auch wieder. Kommt auch nicht auf jeden Strecken immer gut zurecht mit seiner Ducati anscheinend. Aleix war wieder stark und nachdem ihn Fabio abgeschossen hat, da von 15 dann wieder vorgekommen, da bis aufs Podium, hat in der letzten Ecke da zwei, den Miller und den, ich glaube, Jorge Martin oder überholt, alle beide auf einmal, unfassbares Manöver. Oder war er dann, nein, Blödsinn, Vierter war er dann, Vierter von 6 auf 4, genau, nein, Dritter war er nicht, Dritter war ja sensationellerweise Maverick Vinales, zum ersten Mal auf der mit der Aprilia am Podium, der hat sich auch gefreut wie ein junger Hund. Na, ja, bei Suzuki geht natürlich logischerweise nichts mehr, weil die aussteigen und so, weiß nicht, das merkt man dann natürlich, sind nicht mehr so hundertprozentig motiviert. Was ist eigentlich mit Johan Mir? Wo geht der nochmal hin? Hab ich wieder vergessen, irgendwo hat er da schon wieder was, oder Alex, glaube ich, noch nicht. Johan Mir geht wohin, Freunde? Ihr wisst das sicher, ich bin schon wieder komplett verschwitzt, wenn man sich nicht alles aufschreibt. Unfassbar. Ja, Morbidelli, dass das gar nicht geht. Dabei Yamaha ist mir auch ein komplettes Rätsel wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich haben die wirklich, dass die wirklich so extrem auf Fabio Quartararo das Motorrad aufbauen, dass er 0,0 zurechtkommt. Morbidelli wäre traurig, wäre traurig. Moto 3, ja, Foggia heute wieder gestürzt, ja, mit nicht so viel Pech wäre er wahrscheinlich sogar erst. Auf jeden Fall ein Anwärter zum Gewinnen. So, wir gehen wieder auf unsere berühmten 45, würde ich sagen. So, 4 haben abgestimmt. Geht aber, Marzio. Okay. 4 Leute haben abgestimmt. Und nicht schwer zum Raten, 75, 25. Einer ist im Stream, aber will nicht, dass wir Karriere fahren. Komm, zeig dich. Was soll man sonst machen? Einfach abdrehen, oder was? Na gut, da kannst du eigentlich abdrehen und was anderes schauen, oder? Geil. Geil. Auf das habe ich nur gewartet. Finde ich aber witzig.
Finde ich witzig, so regnet es nicht. Perfekt. Ja, nachdem da ja steht, 75%, würde ich sagen. Gehen wir rein. Guten Morgen aus Malaysia. Wir melden uns von der Rennstrecke in Sepang. Und nach dem Rennwochenende hier, würde ich sagen, der Moto2-Klasse werden wir dann ein bisschen MotoGP noch die testen. Die ersten 14 Fahrer der kombinierten Serie kommen direkt ins eventuell in Barcelona auf der Teststrecke, oder? Ja. Könnte ich mir gut vorstellen. So. Oh. Achso, das war zum Glück nicht gerade zu lang. Glück gehabt. So, mit den Software wir hier wieder ins Training gehen. Und die brauchen wir im Rennen tendenziell eh nicht. Außerdem haben wir eh genug. So, wir können hier das Mapping gleich einstellen. Obwohl, wieso steht da 3? Egal. In der Box herrscht Aktivität. Das Motorrad ist bereit und der Fahrer wird gleich loslegen. Nicht darf der GP-Karren kommen. What? Achso, du meinst statt Karriere die MotoGP-Karren deswegen. So meinst du Hellberger, oder? Stimmt, das wäre eine schlauere Abstimmung gewesen. Ich habe eigentlich gemeint, komplett aufhören oder. Ja, das war jetzt. Stimmt, ja. Ja, Hellberger, hast recht. Jetzt hätte ich müssen besser kommunizieren jetzt. War ein bisschen mein Fehler. Ah, die Ecke wollen wir rausfahren. Ja, die Abstimmung wäre jetzt klüger gewesen. Entweder Karriererennen oder MotoGP-Testfahrten. Stimmt. Die Abstimmung wäre besser gewesen. Machen wir vielleicht nach dem Wochenende noch einmal. Obwohl, nee. Nach dem mache ich fix die Testfahrten. Ja, das passt schon. Ich will noch ein bisschen Serie schauen heute auch noch. Stranger Things jetzt die letzte Folge noch anschauen. Dann bin ich da mal durch und da kann ich mit der Frau dann am 1. entspannt die ganz neuen starten. Bin ich jetzt ja, innerhalb von 3-4 Wochen, glaube ich, habe ich jetzt komplett alles geschaut. Hat echt Spaß gemacht, kann ich nur jedem empfehlen. Ja, natürlich stürzt man hier. Konzentrieren wir uns mal ein bisschen. Okay, dann müssen wir doch einen dicken früher bremsen, oder wie? Na, erste Runde mal hier, wenn wir bald reinkommen. Alle Bremspunkte suchen. Tendenziell hier einen dicken früher. Das ist wieder zu früh, oder was? Das gibt's ja nicht. Manchmal verstehe ich das Spiel nicht. Viermal war das der 9-Saison, oder? War da nicht Regen? Das war auch lustig hier im Regen. Das war richtig lustig. Fünf Stimmen haben wir ja. Okay, ja, mit den Minuten und mit den Stimmen vorher erzählt. Wirklich in die Box rein, gell? Thank you.
okay, hier kann man ein bisschen attackieren. Ja, ich hab's vorher schon geahnt. Da hatte ich immer so eine Vorahnung, wenn wir da beim Umlegen, ich weiß nicht, das ist immer so. Man darf da nicht beim Umlegen bremsen, es ist. Ja, dann habe ich so das automatische Training wie vom vorigen Jahr, aber da ging ja alles komplett easy. Und dann ist es auch schon zu spät. Aber ich habe so eine Vorahnung. Ah, passt, hier haben wir glaube ich auch den Bremsfunk, vielleicht minimal vorne da aufhört, dann passt das. Natürlich auch je nachdem, wie man, mit welchem Speed man daherkommt, ist auch nicht immer 1:1 gleich. Und immer muss man halt vielleicht einen kleinen Sicherheitspolster mit einbauen. Sollte eigentlich wieder reichen fürs Training. Punkt müsste auch passen, oder? Ah, vielleicht tendenziell einen Ticken früher. So, 3 Sekunden. Sollte wieder einigermaßen passen. Der Fahrer kommt in die Box, um mit seinem Team das weitere Vorgehen zu diskutieren. So, perfekt. Tja, dann würde ich sagen. Hier sind die Abschlussplatzierungen des dritten freien Trainings. Ja, sehen wir uns dabei einmal an. Sehen wir uns die Gesamtplatzierung. Ja, schauen wir uns alles an. Dann würde ich ja fast sagen, gehen wir gleich jetzt auf 60%. Vor dem Start des zweiten Qualifyings der Moto2-Klasse. Im Quali gleich einmal, da gehen wir gleich einmal in die Vollen. So. So, haben wir jetzt schon so gesagt, gehen wir mal auf 60. Ja, genau. Wunderbar, wunderbar. Wir sind danke wieder für 8 Daumen. Danke nach oben auf jeden Fall, Freunde. Danke für 8 Daumen nach oben. Vielleicht können wir zweistellig werden und die 10 schaffen. Wäre ein Traum. Falls noch einer vergessen hat, das Däumchen zu drücken, bitte, jetzt ist die Chance, dass wir vielleicht auf 10 Däumchen kommen. Wäre super. So, noch einmal hier einen frischen Satz fürs Q2. Und dann müssen wir noch einmal das Ganze hier übernehmen. Jawohl. Perfekt. Das ist zu weit gesprungen hier. Warum ich hier beim Autopilot nicht unten dem Dashboard das gleich, das verstehe ich auch. Das ist mir auch schon jedes Mal, seitdem es das gibt, ein Rätsel, dass ich da nicht jetzt schon einstellen kann. Es ist wirklich erst jetzt. Das ist auch. Naja. Na, da kommen wir fast. Uiui, da war mal ein Wheelie hier, da kommen wir fast um die Ecke. Da los, kein Gerät oder was? Gibt's ja nicht. Spielt dann sich ein bisschen Topspeed. Ja, geil, da fällt genau jetzt einer raus. Das ist natürlich ein Traum, quasi. Der ist im Q2, okay. Da pass auf, der kommt genauso dämlich daher und der sieht uns natürlich nicht. Ja, logisch. Milestone, ja. Danke. Fährt zwar langsam raus, aber fährt dann einfach seine Linie, egal ob der weg ist oder nicht. Da fährt er knallhart wieder rein und schießt uns ab auf unsere schnelle Runde. Das ist auch hier nicht möglich, dass die KI das irgendwie schnallt, dass da wer auf der schnellen Runde ist, wenn er rauskommt aus der Box. Jo, das werden die nicht hinkriegen. Das prophezei ich euch.
Ups, wollte ich jetzt gar nicht, sorry. Spät gemerkt, wenn wir umlegen wieder mit dem Bremsen hier. Nach der Runde ist mal nix. Komplette Katastrophe bis jetzt. Eieieiei, was ist denn da los? So, jetzt mal ein bisschen konzentrieren, Freunde. Was, wo kommt Regen? Hä? Regen, Hellbera? Wo hast du Regen gesehen? Ist da was geändert oder was? Ich habe keinen Regen gesehen. Da habe ich einen Knick in der Optik gehabt. So, dann müssen wir, wenn, dann im Rennen runtergehen, wenn wir überhaupt schon fahren können im Regen. Hier auch super. So, dann werden wir nach der noch eine Runde drauflegen und dann fahren wir das Rennen und dann werden wir die MotoGP-Test kurz machen. Ja, haben wir gesagt, doch einen Meter früher, aber okay. Nichts Dramatisches passiert. So, jetzt Konzentration. Jetzt die Qualirunde. Ernsthaft, jetzt habe ich mich so konzentriert und rutsch einfach aus dem Nichts hier weg. Ja, ich weiß, wir sind in der vollen Schräglage, aber. Naja. Gut. Boah, zweite Runde mit der Reifen schon richtig heiß. Ach, vielleicht war das das Problem, dass wir deswegen jetzt weggerutschen in der zweiten Runde. Der Reifen von hinten auch, vorne auch ein bisschen. Das könnte natürlich auch ein Grund gewesen sein, dass der Reifen jetzt zu heiß war. Okay. Dann geht da vielleicht nur eine Runde wirklich gut. Oder ist davor auch zu heiß worden? Ich weiß gar nicht. Jawohl, und wir sind wieder hier 3,4 schneller auf 60%. Jawohl, läuft doch, Milestone läuft. Wir sind mit Bildern aus der Boxengasse zurück, wo der Fahrer in seine Box fährt. Nö, Hellbera brauchst du nicht erklären. Sollte. Jeder grundsätzlich wissen. Alles klar, ja, dann. Ja, ich war mir nicht mehr ganz sicher, ob vielleicht auch Regen kommt. Aber wäre lustig im Regen, ja, 60%. 3,4 wo man 60. Naja. Gut, fahren wir das Rennen vielleicht einfach mal Probehaber auf 65, einfach so, wenn wir es können. Werfen wir einen Blick auf das Ergebnis des zweiten Qualifyings in der Moto2-Klasse. Und damit endet unsere Übertragung. Machen Sie es gut und wir hören uns morgen.
Oh, schaut mal, Freunde, was sehe ich denn hier? Was sehe ich denn hier oder was sehen wir nicht? Aaron Kane auf 11. Ach du meine Güte. Ja. Gut, da sind wir jetzt auch machtlos. Ich kann nicht auf 120% einstellen, nur fürs Qualifying. Guten Morgen an alle MotoGP-Fans von der Rennstrecke in Sepang. Ja, mal schauen, wir sind aber irgendwie 30 Sekunden schneller im Quali und dann sind wir im Rennen aber relativ gleich schnell, ein bisschen dicken schneller in vielleicht. Sekunden. Die Kameras nehmen uns mit zum Startfeld, wo die Fahrer und Techniker die letzten Details besprechen. Wolken hängen über der Strecke. Wolke hängen über der Strecke, so. Jetzt werden wir, wie wir gesagt haben, auf 65 mal gehen. Kané ist ja eh weit hinter uns. Ah, jetzt haben wir 5 statt 6 Runden. Let's go. Setup und Reifen nicht vergessen. Guten Morgen an alle Guten Nach Morgen, ja, brauchen wir uns jetzt hier nicht anschauen, das machen wir dann in den einzelnen Parts. Da machen wir das dann wieder. Die letzten Checks durchführen, bevor es losgeht. Wolken hängen über der Strecke, aber es sieht nicht nach Regen aus. Das kühle Wetter mag ein Vorteil für die Fahrer sein, doch die Strecke wird den Reifen trotzdem alles abverlangen. Die Teams haben schwer gearbeitet und sie scheinen einen mittleren Vorder- und harten Hinterreifen zu wählen. Nee, sie wählen wieder zwei Mediums. Okay. Das funktioniert mit Sicherheit. Damit haben wir gute Erfahrungen gemacht. So, schauen wir mal, ob es in der ersten Ecke hier wieder knallt vorne bei der Aufwärmrunde. Bin ich mal gespannt. Costa 7. 10. Fernandez. So, KTM diesmal nicht so gut dabei. So, und ui, ja, natürlich von alle wieder in die Mauer, oder? Jawohl. Geil. Massencrash wieder. Yes. Geht doch, Milestone. Geht doch. Das verstehe ich auch nicht. Schaut, wie die Mopeds davon fliegen. Zum Glück kann man wenigstens weiterfahren, aber es ist schon merkwürdig, was da los ist. War ja am Anfang nicht, oder? Was ist da für ein Fehler eingeschlichen? Unglaublich. Unglaublich, wirklich. So, Konzentration, Freunde. Ich versuche mal zu konzentrieren. Und nach dem Rennen werden wir dann wieder plaudern, würde ich sagen. Jetzt wird es eng hier. Ja, okay, drüber. Marcel hier am Start, oder? Jawohl, da ist er. Und wir können hier schön reinstechen, jawohl. Was passiert? Sorry Marcel, aber ich kann nicht aufmachen, dann bin ich weg. Ja, es war sonnenklar, dass mich der dann von hinten hier, wenn wir die Linie nicht haben, antaucht. Es ist immer so behindert, wirklich. Also, es ist unfassbar. Ein bisschen direkter fahren. Da kannst du nichts machen. Nichts zu sehen hier, Anfangsphase auch nicht wirklich überragend gewesen anscheinend. Jetzt werden wir nicht rutschen, es war vorher sicher der zu heiße Reifen, deswegen sind wir da weggerutscht. Das war dann mein Fehler, ganz klar. Ich will auf die Temperaturen achten. Nakura und Chantra bei den Teamkollegen. Meine eigenen Teamkollegen daraus gedrängt. Geil. Aber zum Glück nichts Dramatisches passiert.
hier wieder zu weit geht. Oh, geht so. Im Rahmen, sagen wir es mal so. Und dann stürzt hier einer. Was probier ich, weiß nicht. Aber aus den Ecken raus, dann immer so schnell auch stellenweise. Ich will nicht. Ja, noch nichts, oder? Wo ist er? Nein, noch nicht zu sehen von der Nummer 40. Da können wir natürlich jetzt unsere WM. Uiuiuiui. Ja. Dämlichkeit gehört jetzt komplett bestraft für mich. Immer das, wieder dasselbe Fehler hier. Tja, also Spalter, nein, das ist auch gestürzt. Dämlichkeit gehört bestraft. Navarro auch, ja, wie in echt fast immer wieder gestürzt. Wenn ich nicht die Klappe halte und mich konzentriere und wieder weiterrede, ja, dann liege ich halt auf der Nase und jetzt muss ich von hinten fahren. Selber schuld. Ärgere mich über mich selber maßlos. Diesen dämlichen Fehler, was man eh kennt dort beim Umlegen. Auf jeden Fall muss man da vorsichtiger fahren. Jetzt war das schon egal. Und natürlich wieder rüber gelesen in den Chat und den Bremspunkt verpasst. Bravo Bernie. Unsere Fehlerecke gleich vorne jetzt. Kann man so schön fahren, aber nein, ich bin jetzt wieder hingeschmissen. Der erste, cool. Jetzt rausgedrückt, sorry Marcel, wollte ich nicht. Gar keine Stürze heute hier in der Ecke, wundert mich auch.
Ja, in denselben Fehler, oder? Jo. Nee, nee, den lassen wir jetzt. Achso, jetzt haben wir abgefangen. Ich bin so ein Trottel, wirklich. Ich hab's im Ansatz wieder gleich gemerkt. Wieder null konzentriert in der Ecke. Unfassbar. Eine Runde ging's gut und dann wieder vergessen. Das ist nicht normal. Ganz schlechten Schwung mitgenommen, da geht schon in die letzte Runde. Da geht es nochmal um die rote Laterne. Das wird kein E freuen, aber unser Glück ist, dass kein E nicht allzu weit vorne sein wird, hoffentlich. Das heißt, er wird maximal aufschließen oder vielleicht... Ich glaube, wir werden ungefähr punktegleich sein, also grob jetzt. Also weit werden wir nicht auseinander sein. So, jetzt sehe ich wieder Konzentration auf der Ecke, Freunde, oder? Einfach nur umlegen und dann maximal hier ein bisschen bremsen, aber nicht vorher, nicht zu früh bremsen. Dann klappt das auch ganz easy eigentlich. Keine hektischen Bewegungen in der Bremsphase. Ist ja eigentlich gar nicht so schwer zum Begreifen, aber ja. Die Umsetzung und der Umsetzung scheitert es dann oft. Ah, 65% ist ganz knackig. Passt da, wir kommen hier leicht ran. Jetzt hat man fast hier wieder einen Fehler gemacht. Wieder. Schlechte Linie. Ist es einmal nicht unter die Top 3, aber kann eh. Was ist denn hier los? Wieso habe ich hier keinen Griff mehr drauf beschleunigen? Ich kapiere das nicht. Ja, das war nix, Freunde. Der Sturz. Ja, selber schuld. Selber schuld. Den Park Vermee für Interviews mit den Fahrern, die auf dem Podium gelandet sind. Ja, geil, nicht nur in den Top 9, das ist schon mal sehr geil. 13 das sogar nur, oh, das bleiben wir sogar in Führung. Ja, wie viel Glück haben wir bitte? Wir haben mehr Glück als Verstand. 2:10:1, das ist unsere schnellste Runde gewesen eigentlich. Müssen wir ganz nach hinten. 2:06 zählt aber nicht, außerhalb der 15 sind, oder? Ja, also theoretisch wären wir ganz gut dabei gewesen. Obwohl 2:09:6, ja, 2:10:1, das passt ganz gut. Wir fahren ja nicht konstant schnell, also ja. 65 war schon ganz okay, würde ich sagen. Und wir sind noch immer 14 Punkte jetzt vor Kané, ja, weil er nicht wirklich viele Punkte gemacht hat. Ja, läuft bei uns, würde ich sagen. Perfekt. Und jetzt machen wir noch kurz die eine oder andere kleine Testfahrt MotoGP. Die Frage ist nur, fahren wir jetzt gleich hier? Das ist wieder ganz was anderes hier. Ja, also kriegen wir nicht mehr so viele Kohle. Ja, nächste Saison dann werden wir auch im Manager-Modus einsteigen, Motor 3 und Motor 2. Wird auch geil werden. Ja, da wird es auch dann Barts wahrscheinlich mit den Manager-Rennen geben und so.
So. Von Gresini und von Yamaha haben wir Angebote bekommen. Jahresgehalt 1,1 Mille. Sieh mal, ich glaube, das ist die Kohle ist jetzt dann. Aber Yamaha müssen wir 2 Saisonen unterschreiben. Das ist dann nicht so geil. Ziel Top 15, Top 10 Meisterschaft, 4. Reihe. Ja, das bleibt gleich. Ja, wir werden eh tendenziell Gresini vielleicht gehen, aber gut. So, hätten wir das einmal. Wo geht's das nächste hin? Ach du Kacke, jetzt kommt ja schon Valencia. Ich habe noch gedrückt. Okay. Ich dachte, da ist noch was dazwischen, aber okay. Ja gut, Freunde, dann werden wir hier gleich mal, bevor wir hier kein Angebot haben. Wir wollten eh zu Gresini gehen, einfach mal bei Gresini unterschreiben, würde ich sagen. Das muss auch nicht vergessen. Das muss auch nicht vergessen, sicherheitshalber. Ich kenne mich, ja. Da haben wir schon mal für nächstes Jahr auf jeden Fall das Gresini-Team am Start. Da sind wir dann dabei, das passt. Dann brauchen wir jetzt eh nicht mehr testen. Nee, machen wir trotzdem. Ich will noch mal wissen. So, wo fahren wir jetzt? So, mal hier. Jetzt sind wir gerade hier gefahren. Da sind wir ein bisschen drin, oder? Mit den Geraden ist schon ganz geil eigentlich. Ja, komm, gehen wir hierher. Da sind ja sonst auch ein bisschen Testfahrten, glaube ich. Fahrer, MotoGP. Mit was fangen wir denn an, Freunde? Mit was fangen wir denn an? Unsere Maschine, ich weiß nicht. Ja, Honda müssen wir jetzt gar nicht testen, glaube ich einmal, für heute zumindest. Ich würde sagen, wir fahren mal mit Johann Zarco, dass wir mal die Ducati testen. Testen wir mal die Ducati? Was soll ich reinschreiben, Hellbearer? Dann geht Likes, ein Like brauchen wir noch, dann haben wir die 10 zumindest. So, Leitfaden. Nehmen wir wieder das Flattern raus. Jetzt sind wir gerade hier gefahren, jetzt sind wir da ein bisschen drin. Passen, wie gesagt, mag ich nicht. Jetzt müssen wir schon langsam ein bisschen üben. Also hier den Bremspunkt, schauen wir mal. Okay, das ist mal ähnlich mit der Motor 2, geht aber. Wäre aber auch geil in dem Team, oder? Motor 2, das ist schon brutal hier, aber geil auch gleichzeitig. Vorher MotoGP und dann Motor 2, das war immer vorher. Das ist dann auch, da braucht man auch ein paar Runden, bis man sich da ein bisschen einstellt dann auf die Geschwindigkeit, auf die langsamere. Schauen wir mal, ob wir hier auch später bremsen können, tendenziell, aber nö, war, passt aber, viel später nicht. Ich muss sagen, Ducati liegt da mal ganz geil bis jetzt. Und jetzt bremsen, nicht vorher. Haben wir sich gemerkt. Das wird auch mit der MotoGP-Maschine wahrscheinlich ein Problem sein. Ja, okay. Hier ist es dann doch früher. Was ist da für Grafikfehler da auf den Kanten? Das Anti-Aliasing, was ist denn da los, Freunde? So, ein bisschen vorher. Wow, geht. Puh, wow, Alter.
Ah, schaut auch schon nett aus irgendwie. Ich bin jetzt nicht so der Violett-Fan an sich, aber irgendwie passt das ganz gut. Aber wir können natürlich jetzt nicht bei Bramag einsteigen gleich, auch wenn wir der Moto2-Weltmeister sind. Also nein, sind wir noch nicht, aber höchstwahrscheinlich sind wir es. Gehen wir mal davon aus. Ja, ich wollte es nur probieren, aber wir sind auch übers Vorderrad gerutscht. Das geht hier. Müssen wir dann ein bisschen, wir dürfen nicht komplett auf der Bremse bleiben. Und sagen, eine Runde testen wir noch. Ich weiß noch nicht, ob wir in der Formel 1 direkt das Motorrad wechseln können, in der Boxengasse sozusagen. Bisschen zu weit. Da Bremse rot am Glühen. So, eine Runde fahren wir noch, dass wir ein bisschen. Okay, warum gehen wir jetzt zu weit? Verstehe ich nicht. Haben wir jetzt vorher auch genau hier gebremst? Sind wir da irgendwie schneller dran gewesen gerade? Wahrscheinlich. Genau, brauchen wir nicht später bremsen. Na, war nicht optimal. Passt. Ja, ein bisschen runtergehen, dann passt das schon. Jawohl, perfekt. Ah, da haben wir schon gesehen vorne, das Vorderrad, wie es warm wird. Zu spät, egal. Ja. Motorradwechsel. Boah, weiß ich jetzt nicht genau. Aber aktuell haben sie auf jeden Fall eine Ducati. So. Was fahren wir jetzt? Im Vergleich die Yamaha, aber ich werde mal. Wir fahren einfach mal mit Fabio, würde ich sagen. Da passt sicher alles. Vom Feeling her. Ich stelle mal alles gleich ein grundsätzlich. Dann nehmen wir auch hier ein Soft mit. Let's go, Fabio. Schau mal, wie uns die Yamaha liegt. Hier mit El Diablo.
Hauch früher bremsen vielleicht. Fährt sich ganz smooth hier, würde ich sagen. Ah, dann wird es zu spät. Ah, das, da haben wir gesehen, wie die. Wie die rechte Flanke im Vorderrad, wie die heiß wird. Das schafft auch die Yamaha nicht. Da muss man ein bisschen defensiver rangehen hier, dass man da wieder ein bisschen aufmachen kann und so. Ecke, ja, ja. Das wissen wir jetzt. Ich wollte es nochmal testen mit der Yamaha. Geht aber auch nicht. Wird auch extrem heiß, da die Flanke rechts vorne. Sorry, jetzt habe ich da einen Bremspunkt verpeilt. Okay, was testen wir noch kurz vielleicht? Aprilia können wir noch testen. Oder? Ducati sind wir schon gefahren. Komm. Das ist meine Runde Suzuki. Dann noch die Aprilia. Ja, und Honda nehmen wir auch noch mit. Komm. Geht sich aus, ist erst 0,40. Und hier natürlich die weichen Reifen drauf. Echt schade, dass der Zug hier aussteigt. Das ist echt bitter. Sicher ähnlich wie eine Yamaha. Fährt sich auch super.
Aufpassen, rechte Flanke. Ah, das war zu dämlich. Da machen wir einen Flickflack hier. Das war zu schlecht. So, wir müssen hier noch einmal. Gehen wir noch mal rein zum Üben. Ah, das. Nur noch das Timing noch ein bisschen verbessern hier. Die schnelle rechts hier. Brutal zu spät, ja, hier zählt die Runde nicht, wenn ich hier ne, zu weit gehe. Oh, geht eigentlich. Ah, oh, der Tucke liegt auch ganz gut. Da können wir ruhig eine Saison dann machen, in der zweiten Saison. Ja, passt. Dann machen wir noch einmal Aprilia, würde ich sagen, und zum Schluss Abschluss Honda. Genau, Helbera, das werde ich auch in der zweiten Saison dann Suzuki fahren, sofern wir dann ein Angebot dann bekommen. Ich hoffe es ja doch. So, dann wieder die weichen Reifen drauf. Weil das natürlich auch ein bisschen die Stabilität oder das Fahrverhalten generell natürlich verändert, wenn man jetzt irgendwie vorne einen weichen, hinten harten oder umgekehrt oder Medium eben rauf tut. Aber so haben wir immer die gleichen Bedingungen mehr oder weniger. Bin ich überhaupt schon irgendwann jetzt einmal Aprilia gefahren? In diesem, also im 22er noch nie. Und im 21er glaube ich, kann ich mich auch nicht erinnern. So liegt. Ja, minimal vorn bremst der Aufwand, passt perfekt. Wieder meinen Fehler habe ich gemacht. Ja, super Bernie, wieder perfekt, professionell. Bin einfach zu doof, mir das zu merken. Ich habe gerade dran gedacht, dass man auf der PlayStation, muss man sagen, das läuft hier komplett flüssig. Am PC habe ich immer wieder Probleme gehabt mit Ruckeln und so Stellen, was ein bisschen nicht so geil war. Was immer wieder geruckelt hat, Probleme gegeben hat. Hier natürlich alles flüssig, komplett top. Das ist schon geil. Ja, Brille liegt auch nicht schlecht, muss man sagen. Könnte man durchaus fahren. Boah. Okay, das war nicht so geil. War das jetzt mein Fehler oder? Wahrscheinlich. Ich hab da irgendwie Unruhe reingebracht wahrscheinlich. Boah, fährt sich ein bisschen anders, aber jetzt nichts Gravierendes, würde ich sagen.
man kann hier nichts beschleunigen irgendwie. Also das macht so leicht zu die Kurve, glaube ich. Aber dann bin ich im ersten Sektor. Jetzt haben wir es wieder, sehr gut. Oh, geht ganz gut, der Brille. Einigermaßen vernünftige Runde. Jetzt weiß ich auch, wie ich die Ecke da am besten nehme. Ah, die Reifen werden wirklich innen extrem warm. Wahrscheinlich werden die Mediums fast sogar besser hier. Auch zum Testen. Die sind einfach zu weich. Und nehmen da zu viel Temperatur auf. Sehr schön. Dann würde ich sagen, noch einmal die zum Abschluss noch die Honda. Dann haben wir, glaube ich, alle, oder? Haben wir jede Marke übersehen. Boah, ich dachte, ich schon hat sich aufgehängt. Zuckerhör. Ah, KTM haben wir noch vergessen, genau. Fuck. KTM haben wir auch noch vergessen. Bernie Baum, Brad Binder, BB. Ja, komm. Nehmen wir KTM auch noch mit. Und dann Honda zum Abschluss. Passt das genau. Boah, geiler Sound bei der Honda, bei der KTM, aber. Rückt so raus, so komisch, das ist ganz merkwürdig. Jetzt haben wir unseren eigenen Geist, als ob das die einzige Runde ist, die gezählt hat, oder was? Geil. Auch witzig. Das wäre doch geil, wenn ich von euch irgendwie so Geists einschalten könnte. Das wäre irgendwie cool. Cool, Community-Geister-Rennen. Oder so. Ja, das ist halt Körb, ja, das. Körb ist halt Körb, was soll man sagen. Das mag er nicht immer.
Was ist denn los hier, Freunde? Da rutschen sie KTM weg. Okay, gefällt mir schon mal nicht die KTM. Ich weiß nicht, ob das nur mein Fehlerbild war oder rutscht mal zu viel weg. So, ja, zum Abschluss. Der Fahrer mit Marquez, der ist ja gerade im Krankenstand sozusagen. Mit der Brille greift die Elektronik zu Hage ein, okay. So, letzter Versuch hier mit der Honda bei unseren Testfahrten. Ja, Helvera, wir sind noch mehr zum Experten. Da hinten umgestellt. So, jetzt testen wir mal die Honda. Ob die wirklich scheiße ist. Schon mehr Speed wie der Brille da hinten. Ja, bin zu weit gegangen hier. Das ist im Scheitel-Mittelpunkt ein bisschen unruhig, die Honda kommt mir vor. In der vollen Schräglage. Da schaut sich die leicht so wackelig immer wieder, das gefällt mir gar nicht. So ein leichtes Mini-Struggling ist da. In den mittelschnellen Kurven. Das war jetzt innen? Ja, keine Ahnung warum. Boah, was war das jetzt? Ja. Da bin ich nicht mehr konzentriert, was ist da los? Einmal auch hier mit mittleren Reifen probieren. Dann läuft das Moped dann stabiler, wenn die Reifen nicht so heiß werden. Jetzt gehen wir wieder so weit. Aber ich muss sagen, so die Yamaha ist noch irgendwie am stabilsten gelegen. Wie man es vermutet. Aber im Mittel irgendwie. Ducati am Anfang ging ja eigentlich auch einigermaßen.
irgendwie, ich weiß nicht. Wollte ich eigentlich gerne Honda fahren, aber irgendwie ist mir die zu unruhig. Ich weiß nicht warum. Brille ist natürlich schon auch gelegen. Alter, komplett wieder die Ding. Wo habe ich da gebremst? Das gibt's doch nicht. Wieso sind wir da jetzt so extrem nach außen kommen? Ja, das wäre komplett verpennt, oder? Ich glaube gar nicht. Ja, das ist. Geht nicht. Pass auf, ich mache jetzt noch einen Versuch, den wir zum. Nein, wir müssen zweimal Medium, weil hinten der ist ja auch zu warm worden, oder? Das will ich jetzt nochmal versuchen, wenn ich hier. Nee. Da will ich hin. Gib schon mal. Zwei Medium. Jetzt haben wir dann beim Anbremsen nicht so die Mega-Probleme. Also in den schnellen. Ah, ein Schlag ist geblieben, sehr gut. So, die Runde testen wir noch. Ja, automatisch fährt man vielleicht auch 10% langsamer eventuell mit den Mediums. Mal schauen. Schauen wir mal so aus, sonst wird er nicht so schnell heiß werden, der Reifen, weil. Okay. Warten wir mal ab. Struggling tun wir noch immer. Auch mit dem Medium. Wir müssen alle Motoren dann auch mit. Alter, bin ich behindert, das gibt's ja nicht. Dass ich hier nicht daraus beschleunigen kann, naja. Naja. Alle Mopeds noch einmal mit Mediumsreifen testen vielleicht. Ja, danke Spiel, man darf hier nicht über den Körb fahren, jawohl. Danke. Nicht rein. Ja, da bleibt schön stabil grün der Reifen, der wird nicht zu warm. Ja, das war auch ein Reifenproblem. Das habe ich ein bisschen unterschätzt. Ich glaube, im Zeitfahren haben wir da keine Temperaturen, so wie beim Formel 1, aber anscheinend. Ja, deswegen rutscht mich hier auch nicht weg mit dem Medium, glaube ich. Oh, da ist jetzt vorne zwar leicht dunkel worden, aber ich glaube, es geht. Kannst du da vorne einen harten aufziehen? Ich weiß nicht. Müsste man testen über ein paar Runden dann. Aber der Weiche ist eindeutig zu weich für hier. Medium passt eigentlich. So, Freunde, letzte Runde für heute, würde ich sagen, mit der Honda. Fast weggerutscht.
Da habe ich wieder fast den Fehler gemacht, aber glücklicherweise ist es gut gegangen gerade. Ah, schön erwischt einmal die Ecke. Ja, war das jetzt das Körper außen oder war das zu extrem? Ja, volle Schräglage, weiß ich schon. Ja, Temperatur war auf jeden Fall nicht schuld, das war vielleicht die leichte Kante am Körper. Ja, das ist solche Sachen immer. Das ist natürlich alles bei Formel 1 nicht. Dass du diese Probleme natürlich nicht mit Stürzen und so. Ah, wird schon heiß vorne der Reifen. Ich würde den vorne einen harten Reifen trotzdem mal probieren, obwohl der vielleicht am Rest der Strecke zu hart ist dann und kein Grip ist, eventuell, aber... Ah, ich glaube, ja, Medium passt. Gut, Freunde. Aber mit der Brille kommt man nicht mit. Ja, Medium fühlt sich schon einmal ein bisschen besser an, auf jeden Fall. Gut. Ja, das gleich der Gasstoß. Irgendwie ist die sehr nervös, die Honda. Vielleicht haben sie es eh ganz gut hinbekommen, weil die sind echt auch nicht so der Burner anscheinend. Gut. Aber wir sind auf jeden Fall im Cresini-Team. Nächstes Mal Abschlussrennen in Valencia. Wäre auch irgendwo ein 100% Rennen, oder? Wäre irgendwie auch geil in Valencia, so in der Karriere auf jeden Fall. Oder ein Fuffi, mal schauen. Ich muss mal einen kurzen Test machen, ob das dort Sinn macht in Valencia, ob das Spaß macht. Lasst euch überraschen, ob ich ein Bad raushaue oder ob ich wieder streame. Obwohl, jetzt geht es dann bald los mit Formel 1, eben vielleicht morgen um Mitternacht. Da wieder mal Formel 1 Vollgas gespielt. Ja, lasst euch überraschen, ob ich Valencia in den letzten Bad so raushaue. Oder wie auch immer, oder ob wir noch einmal streamen, macht ja auch Spaß irgendwie. MotoGP immer wieder. Gut, dann sage ich recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Der Marzia wird schon warten wahrscheinlich. Auf der Blazy. Ich bedanke mich bei allen Zuschauern, die dabei waren im Chat, die ein Like da lassen haben. Alle recht herzlichen Dank. Zum Schluss noch der Hellbearer hier am Start. Jawohl. Wen haben wir sonst noch? Hellbearer nur mehr fast. Ja, da war lang keiner mehr sonst. Der Vosa, 91er am Start, genau. Danke an dich auch natürlich. Dann Marcio war kurz da, auch haben wir gesehen. Der Michi. Und alle. Ich suche jetzt nicht den kompletten Chat durch. Alle, die dabei waren, auf jeden Fall ein riesen Danke meinerseits. Nächster Part, nächster Stream kommt bestimmt. Wenn's passt. Ich gehe ins Bett. Küsse Zeit bis 5 Uhr früh. Nacht alle. Ja, 10. Like, vielleicht klappt das dann, wenn ein paar danach das Ganze noch anschauen. Vielleicht kommt dann auch das eine oder andere zustande. Ein 10er wäre geil gewesen, aber schade. Ja, macht ja nichts. Ist ja nicht so dramatisch. Ja, wie gesagt, morgen um Mitternacht. Hoffentlich Formel 1. Vorher werde ich auf jeden Fall MotoGP streamen. Na, MotoGP sage ich. World of Warships Legends streamen und da werde ich dann live um Mitternacht schauen, ob es Formel 1 funktioniert. Da werde ich dann den Stream, wenn es funktioniert, natürlich abbrechen und dann einen neuen Formel 1 Stream starten. Und sollte es dann noch nicht gehen und wirklich erst morgen um 8, also Dienstag um 8 Uhr in der Früh funktionieren, ja, dann werde ich wahrscheinlich World of Warships noch ein bisschen weiterspielen, aber das werde ich morgen dann sehen. Und dann werde ich versuchen, am Dienstag irgendwie einen Stream zu machen. Wenn der Julian in der Schule ist, kann ich eh ja, drei, vier Stunden machen. Sagen wir, ja, wenn es 11 ist, 1, 2 oder 3,5 Stunden könnten sich ausgehen. Falls er nicht in die Schule kann, dann werde ich so ein Stündchen, 1,5 vielleicht machen, je nachdem. Je nachdem werde ich ihm die PS4 aufdrehen. Und ich werde hier mit der PS5
streamen. Das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Also spätestens am Dienstag. Wenn es nicht morgen um Mitternacht geht, dann am Dienstag so gegen 11 höchstwahrscheinlich. Der erste Stream F1 22. Freue ich mich schon drauf, richtig. Freue ich mich schon drauf. Aber auch hier auf den Abschluss und auf die Saison MotoGP natürlich. Keine Frage. In diesem Sinne, eine gute Nacht an alle. Danke fürs Einschalten. Vielleicht, ja gut, wer sich das Ganze danach anschaut, wird jetzt den Schluss auch nicht mehr anhören. Aber vielleicht kriegen wir ja zufällig noch ein Like drauf. Dann haben wir zumindest die 10 vollzählig. Ja. Wenn wirklich nächstes Wochenende, was hat er geschrieben? Ich glaube nächstes Wochenende, oder? Valencia ist, was auf den Termin kann ich euch auf jeden Fall noch sagen. Ich gehe selber mal auf die ORF-Seite kurz. Sport, wenn es stimmt natürlich. Motorrad, Kalender. 7. Ach du Kacke. Ach so, das habe ich, ja, das habe ich verpennt. Am 7.8. ist Silverstone. Geil. Okay, das ist jetzt doch jetzt die Sommerpause sozusagen im Juli. Ja, das ist natürlich Pech für mich jetzt. Das ist genau in meiner Urlaubszeit. Ja, ich habe zwar im August auch noch eine Woche Urlaub. Vielleicht, ja, da sind wir wieder weg. Vielleicht passt es irgendwo. Ich weiß es nicht auswendig. Ne, pass auf, 21.8. Wo ist mein Handy? Pass auf, Freunde, pass auf einmal kurz. Das kann ich am Handy nachschauen. Das kann ich euch auf jeden Fall sagen. Achso, ich kann euch eigentlich beides sagen, ob ich da Dienst habe oder nicht. Was ist das nächste? Silverstone, 7.8. Das ist der August, 7. Da habe ich Tagdienst. 7. August, das ist geil. Da habe ich Tagdienst am Sonntag. Da kann ich theoretisch am Abend streamen. Das passt perfekt. Am 21. habe ich noch frei. Ja, das heißt Großbritannien, Österreich könnten wir wieder ein 100% Rennen machen. Irgendwie mal schauen, was so passiert ist, was wir dann fahren. Irgendeinen speziellen Fahrer wieder vielleicht. Ja, mal schauen. Perfekt. 4.9. Habe ich auch wieder Tagdienst. Das passt auch. Da kann ich auch. Also die nächsten drei Grand Prix könnte es wieder am Abend ein 100% Rennen auf jeden Fall geben. Und ich sehe gerade am 18. dann auch in Aragorn. Ja, die nächsten vier Grand Prix sollten mit den 100% Rennen passen und ein Stream dann... Danach wieder die Karriere, ja wunderbar. Die nächsten vier Grand Prix sind anscheinend gesichert. Perfekt. Also, danke fürs Einschalten, liebe Freunde. Wir sehen uns.